Und ich meine, hinten von diesem Wasserturm war noch höher. Naja, egal, wir müssen Money machen, Leute. Sonst schaffen wir hier nicht mehr zu payen. Ne, da ist nix. Der Grafikstil ist auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? So eine schlechte Borderlands-Variante, aber auch, keine Ahnung, irgendwie interessant. So, Leute, Money. Der Moneymaker ist hier. Ich habe den Schlüssel schon wieder nicht mitgenommen. Hier ist einfach nichts. Perfekt. Ach, der Seed, der am Anfang gerollt ist, bestimmt das hier. Ja, toll. Hallo. Warum läufst du weg? Warum läufst du weg? Sind Ja, ich auf. laufe nicht weg. Ich gucke mich um. Ach so. Hallo. Hallo. Unten ist ein Auto, schätze mich aufpassen. Hallo. Unten ist ein Autogeschütz, okay. Mel, du kannst das Geschenk öffnen, ne? Oh, geil. Ein Ein Rubik's Zauberwürfel. Cube. Oh, cool. Perfekt. Wo ist das Autogeschütz? Wenn du hier runter gehst, hier lang auf der linken Seite. Ist ja gar kein Autogeschütz. Doch. Das Autogeschütz war von mir oben. Ne, war das oben? Okay, aber nicht oben. Vielleicht gibt es da Das macht mehrere. komische Geräusche hier. Was machen wir jetzt hier? Ich dachte, wir suchen Loot, Kai. Was suchen wir? Loot. Hier ist nichts sonst. Wir Ich müssen hab da doch. lang. Ja, diesen einen Würfel. Wie viel bringt der denn? Sechs? Das war aber oben, ne? Ja, habe Komm ich schon. mal hier lang. Ich sehe da nichts. Ich mach mich. So ist zu, jetzt müsste man was sehen. Ich habe Wo es seid zugemacht. ihr? Ah! Ich habe den Schlüssel, soll ich das mal benutzen? Ja, mach mal. Aber ohne Licht sieht man halt wirklich nichts, ne? Ja, hallo? Hallo? Tja, muss ich darauf antworten? Ja, wenn man sagt, ja. Mitkommen vor allem. Wir müssen ja Loot finden. Loot, 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 Loot. Besonders, ich habe festgestellt, ihr hört ja gar nichts gefiltert, ne? Also, ich habe das eben gesehen, weil mein Mikrofon auf Platz ist. Dann hört das alles. Also, ist doch alles, aber halt der Stream hört das nicht. Das ist halt richtig lustig so. Wenn ich das auf YouTube jetzt hochlade, ist das halt Genau. übertrieben. Nee, warte mal. Auf YouTube ist das dann auch nicht. Ja, ist ja schon egal. Nicht hier. Ist das Jar of Pickles. Gurkenglas? Ja, gucken kannst. Ja, richtig. Rick. Oh, cool, ich habe eine Kanne. Wir wollen mehr Loot. Wir wollen einfach viel, richtig viel diesmal. Hier, die Tür ist locked. Die ist auch locked. Toll. Hier ist nichts. Mann, jetzt der Ort ist so tot, einfach was Items angeht. Der sieht es auf jeden Fall richtig kacke. Wo lang ging es hier oder da? Homemade Flashbang Collected. Big Bolt Collected. Ah, hier ist falsch. Oh, da war was hinter dir. Ja, habe ich gesehen. Ja. Da ist auch eine Schafe. Geh weg. Oh nein, hier ist ein Sackgasse. Hat der Kai hinter mir die Tür zugemacht? Kommt. Vorsicht. Ja, weil die lassen einen irgendwie noch in Ruhe. Die sind bestimmt friendly. Warum machst du eigentlich immer vor mir die Tür zu? So der Quatsch. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir wollen Geld, Kai, und das in Zeit. Oh nein, nicht so eine Sackgasse. Die Server Rooms sind immer Sackgassen. Du kannst hier nichts Eigentlich collecten. komplett mitnehmen, ne? Rausreißen, mitnehmen. Ja, eigentlich schon. Aber das ist halt kein Müll, so wir nehmen ja nur Müll mit. Und die Schafe wartet da vorne.
Hallo. Oh Gott, oh Gott. Hier, wo geht's denn lang, Kai? Hier. Hier. Hier, hier. Aha. Hier, guck mal, hier ist Fire Exit. Lass einfach hier rausgehen. Bevor wir von irgendwas gefressen werden. So, lustigerweise sind hier jetzt voll viele Kürbisse. Ich verstehe nicht ganz wieso, aber. Ja. Macht ja nichts, ne? Versperren einem nur manchmal den Weg. Warte mal. Hallo, ich hab noch meinen Teekessel. Hallo. Hallo. Und lebt noch jeder? Ja, also ich hab einen Teekessel mitgebracht. Das Problem ist. Der es ist alles leer. Also unten ist wirklich alles leer. Wir müssen zu einem anderen Planeten. Da ist nichts mehr. Also oben habe ich ja alles geblutet. Okay, wo ist Tanja? Die lebt noch. Brauchen die das Horn für das Schiff, damit wir hupen können, sobald die Leute zurückkommen sollen. Wir haben richtig viel gesammelt. Man könnte sie übers Walkie-Talkie erreichen, oder? Hat sie eins dabei? Mach mal. Sucht ihr mich? Hallo? Ja. Ja. Cool. Du bist beim Schiff, ne? Super. Ich habe auch kein Walkie-Talkie. Noch besser. Wir haben ganz viel Stuff, sollen wir fahren? Oder sollen wir zum anderen Planeten? Ich glaube, aber es reicht nicht, aber wir können auf jeden Fall fahren. Ja, das Ding ist, der ist so total leer, der Planet gerade. Ja. Ne, ich hab's gerade, ich bin nochmal reingegangen und dann habe ich direkt die Schwanzspitze eines Monsters gesehen. Bin direkt. Wir hatten die ganze Zeit zwei Scharten, die uns verfolgt haben. Das war richtig eklig. Aber die haben uns in Ruhe gelassen. Also ich konnte auch durch die durchlaufen. Die sind immer so richtig passiv gewesen. Ich hab das auf dem Monitor beobachtet. Vielleicht kann man mit denen interagieren. Ja, ich bin denen teilweise echt entgegengelaufen. Boah, ein Tag wird wieder richtig knapp. Oder sollen wir einfach landen? Aber das reicht noch nicht. Nee, das reicht nicht. Wenn wir landen, generieren wir einen neuen Seed, dann könnte ein neuer Loot liegen. Achso, das machst du, ja. Was sollen wir machen? Ja, landen. Ja, mach mal. Wir haben ja keine andere Wahl. Okay. Ob man nachher die Seeds auswendig kennt? Unwahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht. Hier ist wieder hinten, hüpft jemand rum. Jemand, der ich habe immer Angst vor dem Schiff. Ja. Oh, Critical Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, hier sind ganz viele Wespen. Warum? Jetzt haben wir direkt die Bienen mitgenommen. Da ist noch oh, guck mal, was da kommt dahinter. Weg da. Was ist das denn? Ein Löwe oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist alles Kindzeichen. Hä, wer hat denn zugemacht? Oh, ich bin schon gefahren, oder? Ja, stell dir mal vor, wir hätten jetzt ein lautes Horn, dann könnten wir das Ding jetzt verschießen. Ja, aber das, dann, das war's. Das tut ja nichts. Das Ding campt hinter unserem Schiff gerade, also ich glaube nicht, dass wir rauskommen. Die Tür bleibt nicht ewig zu. Auch 30% Hydraulik. Ach so, die geht dann irgendwann ja, raus. Ja, dann starten wir mal, komm. Ja, raus hier. Flucht! Oh! Das Ding ist auf jeden Fall nicht so schnell wie wir mit dem Flugzeug, Raumschiff. Lol, ich hab Damage bekommen. Ja. So, man kriegt Schaden im Weltall. Sustained the most injuries. Ja, das war ein bisschen doof jetzt mit den ganzen Wespennestern. Ja, das war jetzt nicht so praktisch, was wir gemacht haben. Ja, wir müssen jetzt zur Company. Wir sollten uns das Wetter vorher angucken. Ja, habe ich eben auch gesagt, nur ich habe es einfach nicht gemacht.
Großartig. Schön, dass wir drüber geredet haben. Aber wenigstens sind wir uns das schon mal einig. Ich geh mir Nachtkekse holen. Jo. Wir können ja schon mal einladen und irgendwen sterben lassen. Wenn ich es kenne, steht da, wir hätten 355. Vielleicht doch das Walkie-Talkie verkaufen, wenn möglich. Ja. Ach, wir kriegen gar nicht 100% von dem Erlös, oder? Vielleicht. Kommt davon, was da steht. Doch 100, hey, 100. Zur Not verkaufen Goldfisch noch. Das Walkie-Talkie kann ich nicht verkaufen. Den Schlüssel auch nicht. Perfekt. Und wieder Geld weniger. Hi, Bart. Auf! Geh weg! So, wie viel Geld kriegen wir jetzt? Alter, es reicht gerade so. Nee. Oder? Nee, es reicht gerade so nicht. Vier. Wir können auch keinen seinen Körper verkaufen. Aber nee, können wir nicht mehr. Nee, der ist schon gefressen. Was hast du da hingelegt? Ein Schlüssel und ein Post-it-Zettel. Okay, nice. Das müsste reichen. Für vier, das müsste für vier reichen, oder? Nein! Das gibt's doch nicht. Doch. Nein, gar nichts. Wow. Den Goldfisch? Den Schrank? Nein, ich glaube nicht, dass wir die Sachen verkaufen können. Ja, dann finden wir jetzt heraus, was passiert, wenn man nicht schafft, das zu bezahlen. Wir können es ja was kaufen stattdessen, oder? Lass mal beenden und mal schauen. Okay. Da ist Kai auch wieder da. Ich mach mal die Tisch. Okay. Super. -20%. Danke, Kai. Ja, die 4, das passt ja sonst sowieso nicht. As you have not met the prophet Paul, your performance has been deemed the most limited. Welcome to our disciplinary process. Okay! Ah! Wir sind feiert, ja, okay. Der Mieter-Profit-Quote. Before the deadline. Junge, es ist unerreichbar irgendwann. Egal, was man macht. 13 Tode. Ja, ja, easy. Geil, und es beginnt direkt wieder von vorne. Welcome to your first day on the job. Ey, das ist ja übel cool. This is your very own autopilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. Da, jetzt seht ihr das auch. Geil. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Oh Gott, die Musik. Ist doch geil, ne? Hört doch mal auf! Ah, das kostet ja übertrieben. Damit wir nicht mehr rausfliegen. Warum kostet das so viel?
Leute? Leider haben wir ja den Goldfisch wieder verloren. Wir haben alles verloren. Wir haben nur den Goldfisch gehabt. Nee, und das Walkie-Talkie noch. Das eine. Ich hab jetzt eine Taschenlampe. Geh weg, Tom. Ja, ich kann das auch machen. Eine Flashlight kaufen, ne? Mhm. Ja, wir der Goldfisch hat 50 gekostet. Ohne den Goldfisch werden wir gar nicht so weit kommen. Was bringt okay. der? Nix! Perfekt. Kauf deinen Goldfisch! Und dann gründen wir eine Gewerkschaft. Hat jemand das Bett jetzt auf mich draufgestellt? Ja, bei dem Wort Gewerkschaft. Ach. Weil bist du doch Arbeitnehmer. Ja. Das war auch ein Witz. Ach Digga, wer setzt das denn hier die ganze Zeit um? Spielzeug weggenommen. Ich häng fast außerhalb des Schiffs. Großartig. Wie schaut's draußen aus? Das ist einfach nur schwarz. Die ist nix. Die Map ist gar nicht richtig fertig erstellt. Oh nein. Die haben keine Map für etwas erstellt, das sowieso keiner sehen sollte. Ja, man hätte also so Gimmicks machen können. Da wir gerade im Weltraum sind, werden wir sowieso nichts kaufen können, oder? Ich denke schon. Sollen wir mal landen? Ja. Was hast du denn jetzt alles gekauft? Alles. Okay. Mit welchem Geld dann eigentlich? Auf welchem Planet? Ja, wir finden es jetzt heraus. Ja, guck. Die altbewährte Heimat. Und es regnet. Ich hoffe, das heißt nicht wieder Überflutung, sondern einfach nur Regen. Da dürfen wir keine Metallgegenstände wieder mitnehmen. Wann kommen denn jetzt die ganzen Geschenke? Wieso fliegt da dann eine Kreatur? Na gut. Ich will die Geschenke sehen. Wissen ja nicht, was wir alles gekauft haben. Na, dann guck. Jo, ich hab das. Ich hab eine Taschenlampe. Ja. Ah, wir haben die Proof Flashlight, Leute. Die war ja auch im Angebot, ne? Ein Schnapper im Prinzip. Ja, anscheinend kann man da versinken im Sumpf. Ich dachte, ich sterbe jetzt direkt mit dem Ding. Ey, das wäre so dumm gewesen. Eine Sache wollte ich noch gerade machen, warte mal. Das ist wichtig für gleich. Zack.
Nee. Zack, das. Nee, jetzt muss ich jetzt einzeln anklicken. Digga. Na da, ich hab's gleich. So. Okay, jetzt haben wir es. Nee. Scheiße, jetzt habe ich es geändert. Ah, das hört sich ja schon mal gut an. Wie aktiviere ich denn jetzt? So, jetzt müsste es gehen. Perfekt, wir können gleich verkaufen. Was passiert hier? Was wir macht ihr denn da? Hallo. Hey, hat irgendjemand irgendwas gefunden außer Tod? Also ich habe Taschenlampe gekauft, Walkie Talkies. Jeder hat von uns eine Taschenlampe. Kai ist ja tot, der hätte eh keine gehabt. Oh. Ja, aber haben wir was gefunden? Nö, ich war nicht drin, ich bin nicht weit gekommen. Ist denn, warum ist Kai gestorben wieder? Was war jetzt das Problem? Da bin ich einmal nicht direkt am Start. Und dann sowas. Wir gehen hier durch den Feuereingang rein. Haben wir eben schon herausgefunden, hier der Lachs. Ah, so hat er den Bait Entrance eben gesehen, der Kai. Ich verstehe. Immerhin bringt das die Money. Oh, da oben links ist Radiation jetzt. Weißt du, jetzt müssen wir uns beeilen. Können die schon runterspringen? Okay. Also müssen wir uns beeilen. Nee. Komm ich jetzt hier hoch? Okay. Radiation ist bei 50% jetzt vielleicht. Ich weiß nicht, wann man drauf geht tatsächlich.
Also das Scan sagt, das wären 13 Objekte außerhalb des Schiffs. Mit einem Gesamtwert von 1042. Ja, ich habe auf jeden Fall ein Ding mitgebracht. Gibt es eigentlich die Sachen nur in diesen Häusern oder gibt es die auch außerhalb? Bis jetzt habe ich nur in den Häusern was gesehen. Ja. Ja, dann fahren wir wieder. Dann brauchst du mir nicht wegen der Radioaktivität. Die geht auch weiter runter. Die ist ja jetzt bei 50%. Habt ihr das auch? Nö. Okay, ja. Also bei mir geht's immer weiter runter. Ich glaube, ich sterbe dann gleich, sonst. Ne, also fahren welche wir jetzt. Welche Radioaktivität? Ja, links oben im Stream kannst du das bei mir sehen. Das aber ist die Taschenlampe. Draußen ist was richtig Großes Rotes über unserem Schiff oder unter unserem Schiff gewesen. Was richtig Großes. Das ist blöd. Dann sollten wir fragen. Eieiei, ist das ein dicker Fleck. Oh ja. Also wir haben jetzt wenigstens wieder zwei Walkie-Talkies, Leute. Ah, Kai. Wunderbar. Also wenn man den Körper findet und in die Bude bringt, kriegen wir kein Geld abgezogen. Ja. Ich habe leider nicht gewusst, wie der helfen kann, Kai. Ja, ich weiß auch nicht, was man dagegen machen soll. Das Display ist dann halt voll verdeckt, aber was man da drücken sollte. Warum sind wir denn wieder hier runter? Sollten wir nicht? Ja. Also sterb jetzt gleich die Radioaktivität hier unten. Ich bin jetzt gleich bei 0%. Dann bin ich tot. Ja, bleib hier drin stehen. Ja, dann sterbe ich hier drin jetzt einfach, oder was? Der Planet ist doch radioaktiv. Ja. Also wir müssen uns angewöhnen, bevor wir wieder auf den Planeten runterfliegen, zu gucken, was da gerade drauf ist. Ich sehe dein Problem tatsächlich noch nicht. Du also meinst das im über Stream? Über deine Figur. Ja. Das ist immer noch die Batterie deiner Taschenlampe. Ach so, das ist die Batterie der Taschenlampe. Ja, mach die Batterie noch. Mal aus einfach. Die Taschenlampe aus, meine ich. Ja. Ach, man kann die anhaben, obwohl man die nicht in der Hand hat. Lol. Hä? Wie geht das denn? Perfekt. Aus dem Bauch raus. Ja, wollte ich gerade sagen. Och Mann, jetzt habe ich voll die Batterie verbraucht. Oh Gott im Himmel. Hey, ey, einer von euch muss das Walkie-Talkie, Kai. Ja. Nimm mal. Ah, ist nicht runtergefallen. Hast du das Walkie-Talkie mit? Hallo. Perfekt, ich erlebe das mit dem Walkie-Talkie verbraucht. Ja, hallo Kai. Ja, und? Alles gut? Ja, Taschenlampe ist das leer. Perfekt. Also ich habe im Gegensatz zu euch auch tatsächlich so eine Flashlight Pro gekauft, die war im Angebot. Ja, ist doch super. Ja, war teurer aber. Ja, und die ist jetzt auch leer, so gut wie. Da kannst du dir wirklich Batterien einsetzen. Wo sind denn Batterien? Sind denn nicht Batterien bei dir am. Pult? So AA-Batterien? Ja, doch, stimmt, habe ich gesehen, muss ich gleich mal ausprobieren. Ich gehe hier mal durch die Feuertür rein. Hallo. Hi. Bist du auch hier? Die Tanja. Ja. Ey, ich meinte, Kai, alles gut. Hat jemand gerade das Licht ausgemacht? Kannst du das Licht wieder an? Ja, danke. Ja, okay, ja. Ich hab, meine Taschenlampe ist so gut wie leer, Tanja.